Herzlich willkommen zu Entbehrlich Folge, zu Entbehrliches, jetzt geht's ja schon los. Entbehrliches Folge Nummer 64 und ich möchte euch ganz herzlich begrüßen. Der Techniker wurde informiert. Oh Gott, und der Techniker. Der Techniker bin ich und ich habe das nicht gescheit gemacht, deswegen haben wir eine Verzögerung gehabt. Aber jetzt sind wir da und das Studio Link, das Sendezentrum, also jetzt hakt es aber. Also wir wurden geholfen. Genau, das Sendezentrum hat uns geholfen. Vielen lieben Dank. Und jetzt sind wir live. Und wer sind wir denn? Wer bist denn du? Ich bin der Flo und wir machen seit 3 Jahren einen entbehrlichen Podcast. Genau. Und du bist? Ich bin auch der Flo und ich mache mit dir zusammen diesen Podcast. Was wir da genau tun, können wir gleich reden. Aber jedes Mal, wenn wir am Kongress sind, haben wir unseren Stargast dabei. Und wer bist denn du? Ich bin der Philipp. Hallo. Hallo Philipp. Woher kennen wir dich? Ihr habt irgendwann mal angekommen und habt gesagt, ey, wir wollen einen Podcast starten und wir brauchen da Starthilfe und dann habt ihr mich gefragt und ich habe festgestellt, eigentlich braucht ihr überhaupt keine Hilfe, ihr müsst es eigentlich nur veröffentlichen und ich finde den bis heute ganz toll. Dankeschön. Und woher könnten die Hörer dich hören oder wenn sie jetzt finden, dass du heute eine gute Performance machst? Dann habt ihr morgen die Möglichkeit, ich bin morgen zu hören um 22 Uhr, also morgen ist in dem Fall der 29. Dezember 2021 bei Philipps Podcast Pastete. Ich starte in Season 2. Und ansonsten, wem das zu nischig, zu nerdig ist, denn da schnacken wir über verrückte Podcast-Ideen, die gut oder auch schlecht sind und für nette Interviews. Und wer es ein bisschen humoresk, schrägstrich, geschichtlicher mag, der kennt mich vielleicht aus dem Podcast Ach, das Triumvirat für historisch inspirierte Humorvermittlung. Ende des unbedingt Shameless Self-Plus. Solltet ihr ihn noch nicht kennen, unbedingt einschalten. Ja, auf jeden Fall. Ein sehr schöner Podcast und den ich auch immer sehr gerne höre. Und jetzt haben wir euch so lange auf die Folter gespannt, was eigentlich hier passiert. Ja, unser Podcast heißt Entbehrliches, weil wir irgendwann, du vor allem, mal angefangen hast, entbehrliche Artikel aus der Wikipedia zu sammeln. Zu sammeln, genau, am Anfang in einem Blog. Und das hat sich dann über die Jahre angestaut. Ich glaube, irgendwann hatten wir mal 300-400 Artikel. Und dann haben wir gedacht, irgendwie so ein Blog ist eigentlich nicht so cool. Wir könnten eigentlich auch mal ein bisschen drüber sprechen, weil uns das auch so immer Spaß gemacht hat. Ja. Und dann haben wir gesagt, wir probieren das jetzt einfach mal aus. Und seitdem reden wir alle 2 Wochen jeweils über einen Artikel. Genau. Wir bringen uns jeweils einen Artikel mit und stellen den anderen vor. Und die Auswahlkriterien sind möglichst entbehrlich, interessant, skurril, und anderer komischer Quatsch, der uns einfach interessiert. Ah, ich wollte ja gerade fragen, aber heißt entbehrlich denn nicht, ja, die könnte man mal löschen? Ja, also mein Lieblingsspruch, danke für diese tolle Vorlage. Ich sage immer, die entbehrlichen Wikipedia-Artikel, man kann ohne sie leben, aber mit ist besser. Und, also nach drei Aufnahmen mit dem Philipp lerne ich jetzt, dass du Exklusionist bist in der Wikipedia. Das ist ja auch ein Ding. Ich bin tatsächlich hart Exklusionist. Ja, das sind wir alle, deswegen entbehrliches Wissen aus der Wikipedia. Genau. Und wir lieben die Wikipedia und lesen da viel drin rum und wollen das mit der Welt teilen. Und wir haben am Anfang immer so eine Kategorie Hausmeisterei. Und da können wir jetzt auf einen alten Artikel oder auf eine alte Podcast-Episode, die wir gemacht haben, referenzieren. Und zwar hatten wir mal den Gävlebocken. Der steht in Gävle, das ist in Schweden. Das ist eine große Strohpuppe und Stroh brennt gerne und deswegen ist immer die Weihnachtszeit, ob er brennt oder nicht. Und wir haben herausgefunden, es gibt Leute, die sind dafür, dass er niederbrennt und wir kennen Leute, die wollen, dass er nicht niederbrennt. Richtig. Und ich glaube, dieses eine Leute, die wollen, dass er nicht niederbrennt, bin ich. Okay. Nee, ich finde ihn auch. Alle anderen wollen ihn brennen sehen. Nee, ich will ihn auch nicht brennen sehen. Das ist ja schon relativ lange her. Ich habe extra nochmal nachgeschaut. Es war Folge 13, wo wir den Gävlebocken initial mal rausgesucht haben. Und es ist ja, also die Tradition, ihn niederzubrennen, konnten wir jetzt mittlerweile seit 2 Jahren selber mitverfolgen. Ja. Richtig? 2 Jahre. Ich glaube schon, ja. Aber ich glaube, man muss dazu sagen, die Absicht, wenn die Puppe aufgestellt wird, also das ist so ein großer Strohbock, ist nicht, den absichtlich abzubrennen. Nee. Es tun halt nur Leute Dinge, damit der irgendwann nicht mehr steht, wie zusammenfahren mit einem Auto, zusammenprügeln oder auch einfach anzünden. Genau. Und warum ist das Hausmeisterei? Weil der steht nämlich immer in der Weihnachtszeit und dieses Jahr war wieder Weihnachten und dieses Jahr hat der Gävlebocken leider nicht überlebt, er wurde niedergebrannt. Leider oder zur Freude. Ja. Und also die Effekthascherei hat mich auf die Seite der Abbrennenden gezogen, muss ich ehrlich gestehen. Zumindest gab es einen 40-jährigen Mann, der verhaftet wurde deswegen. Ich habe ein Alibi für den Abend. Okay, das ist gut. Wie schaut es bei euch aus? Ja, bestimmt. Und ich bin auch nicht ganz 40, von daher. Okay, ich bin auch nicht 40, habe ich Glück gehabt. Ja. Genau. Und was wir auch als Hausmeisterei dabei haben,
in der letzten Folge hast du etwas über besondere Postämter erzählt. Richtig. Und in diesem Jahr hat das Nikolaus-Postamt in St. Nikolaus einen Rekord geknackt. Und zwar sind dort 30.000 Briefe eingegangen und so viel waren das da wohl noch nie. No. Ja. Aber ich finde es total einleuchtend, weil, also ich weiß auch von vielen Eltern, die dem Nikolaus das ja halt nicht Bescheid sagen konnte, dass der mal vorbeiguckt. Weil das ist ja, also zumindest hier, wir sitzen alle gerade in Nürnberg, ist es ja durchaus eine Sache, dass da in manchen Haushalten der Nikolaus vorbeikommt und den Kindern, ne, so aus dem goldenen Buch mal ein bisschen nachguckt, was die so angestellt haben. Mhm. Und dann gibt es irgendwie ein kleines Präsent und vielleicht auch die ein oder andere Hinweis, was man vielleicht in der Zukunft ein bisschen netter zu den Eltern sein könnte und ähnliches. Und ich glaube, bedingt durch das große C ist das jetzt so ein bisschen ausgefallen. Und dann ist ja vielleicht da einen Brief zu schreiben auch eine schöne Möglichkeit. Genau. Ja, wunderschön. Schöne Sache. Ja. Der Peter hat ja gesagt, es ist nur deswegen passiert, weil wir in der Episode drüber gesprochen haben. Das fand ich auch sehr schön. Sind wir Post-Influencer? Ja, so viel Einfluss, wenn wir schon hätten. Ja, so, jetzt haben wir euch von vergangenen Episoden erzählt, aber wir haben uns ja nicht ohne Grund hier in meinem Wohnzimmer getroffen. Ihr könnt ja mal gucken, was ihr so für Sachen entdeckt. Hinter dem Philipp versteckt sich etwas, das kann man vielleicht, das nickt mit dem Kopf, aber man sieht es leider nur, wenn der Philipp aus dem Bild schaut, deswegen, aber du bist noch hübscher anzuschauen als der Vogel. Von daher darfst du gerne reinkommen. Aber wir treffen uns ja nicht. Es ist ja auch sowieso eine ungewohnte Situation für uns, dass man uns aufnimmt. Aber wenn ich das, kann ich eigentlich noch eine Hausmeisterei dazu geben? Natürlich. Ich habe ein Weihnachtsgeschenk bekommen vom Flo, wo unser tolles Logo drauf ist. Nicht im entbehrliches Fanshop erhältlich. Ja, das machen wir nicht. Genau, aber wir treffen uns hier, weil wir über Wikipedia-Artikel reden wollen. Und dann frage ich doch mal ganz offen in die Runde. Nocke, hast du einen Artikel dabei? Flo, hast du einen Artikel dabei? Ich bin meiner Pflicht nachgekommen und ich habe einen Artikel tatsächlich vorbereitet. Cool, da bin ich jetzt aber gespannt. Ich muss aufpassen, dass ich nicht in deine Notizen schaue. Normalerweise sitzen wir uns so gegenüber. Ich drehe mich so ein bisschen. Ich bräuchte so eine Corona-Schutzwand, aber so blickdicht. Ich habe dabei einen Hoax, der sich konkreter um ein Spiel dreht. Also der Wikipedia-Artikel dazu heißt Nuclear Gandhi. Und spätestens jetzt hätte ich laut, oh nein, gebrüllt, wenn wir nicht eine halbe Stunde vor der Aufnahme festgestellt hätten, dass ich dieses Thema von ihm auch vorbereitet hatte, allerdings unter einem anderen Titel. Was ist das für ein Zufall? Also das ist uns auch noch nie passiert. Ja. Vielleicht ist das Weihnachtswunder. Wir haben ja schon mal drüber gesprochen, dass wir Artikel eigentlich nicht kennen vorher, bevor der jeweils andere die vorstellt und haben da eigentlich auch so ein Abklopfschema entwickelt, dass wir uns Anfangsbuchstaben von den Artikeln nennen, damit es eben nicht dazu kommt, dass wir beide dasselbe Thema vorbereiten. Jetzt stellt sich heraus, wir hatten Schnittmenge, aber wir haben es jetzt zum Glück vorher noch aufgeklärt. Mhm. Mhm. Ja. Also worum geht es jetzt bei Nuclear Gandhi? Nuclear Gandhi ist ein Hoax, der einen Bug in einem Computerspiel beschreibt. Mhm. Und passend zum Kongress. Ja, richtig. Und der Bug in dem Computerspiel ist Civilization 1 oder 2, je nach Quellenlage. Kann man jetzt, reden wir später auch noch drüber. Okay. Und Nuclear Gandhi hat zu einem lustigen Verhalten im Spiel geführt. Nämlich, dass ein Anführer, nämlich in dem Fall Gandhi, zu übermäßig aggressivem Verhalten neigt und deswegen wegen diesem aggressiven Verhalten dann auf andere Nationen im Spiel Civilizations 1 von Sid Meier Atombomben eben schmeißt. Okay. Ich sehe, dir sagt das Thema nichts, dem Philipp schon. Atombomben kenne ich. Yeah. Atombomben kenne ich. Civilization kenne ich auch so ein bisschen, aber diese spezielle Fakt ist mir jetzt neu, aber interessant, ja? Genau, also jetzt gehen wir mal der Reihe nach durch. In Civilization 1 gibt es verschiedene Völker und Nationen und es gibt verschiedene Anführer, die eben die Nationen da eben führen. So, das wäre jetzt zum Beispiel halt sowas wie Cäsar gibt's, Mao Zedong, dann gibt's Stalin, dann gibt's Napoleon. Ich habe übrigens in der Vorbereitung extra fleißig sogar Civilizations 1 mal in einem Online-Emulator extra mal angespielt. Nice. Weit bin ich nicht gekommen und es war komisch. Okay. Aber gut. Aber die NES-Version oder die PC-Version? Weil da gab es unterschiedliche Anführer. Boah, ich glaube, es war eine PC-Version. Ah, ja. Aber nagel mich bitte nicht drauf fest. Ja, ja, ja. Ich bin gerade drauf und dran, die komplette Civilizations-Fangemeinschaft gegen mich aufzubauen. Also mir hat es nicht gefallen. So. Hoffentlich zieht nicht jemand LAN-Kabel ins Streaming. Ist heute noch nicht passiert. Einer dieser Anführer eben ist auch Gandhi. Und jetzt hat jeder
dieser Anführer. Warte mal, es gibt einen Anführer, der heißt Gandhi und der schmeißt mit Atombomben. Mhm. So ist irgendwie größere Gegensätze, kann ich mir nicht vorstellen. Ne, genau, also Mahatma Gandhi ja eigentlich dieser Befreier Indiens, Bürgerrechte, wie sagt man, sehr festliebender Mensch. Ohne Gewalt, genau. Ja. Und gerade der sozusagen, wenn man mit dem in diplomatische Verhältnisse tritt oder irgendwie auf den trifft, so besagt ist der Mythos, fängt relativ schnell an rumzupöbeln und irgendwann einen mit Krieg zu bedrohen. Und wenn sozusagen die Zivilisation, daher der Name des Spiels auch, schon weit genug fortgeschritten ist, dann wirft er recht rigoros mit Atombomben, was so die ultimative Waffe in diesem Spiel ist. Krass. Richtig, so. Und also wie das jetzt im Detail funktioniert ist, dass jeder der zum Beispiel eben Caesar und eben auch Gandhi genannten Anführer, die haben bestimmte Eigenschaften und die Eigenschaften gehen von 1 bis 10. Unter anderem ist auch die Aggressivität halt 1 bis 10 und Gandhi als, ich sage jetzt mal, friedliebender Anführer hat als einziger eine Anführer in dem kompletten Spiel eine Aggressivität von 1. Mhm. So, jetzt kannst du im Laufe des Spiels deiner Nation eine bestimmte Regierungsform auferlegen. So, und dann, wenn du mit dem Volk von Gandhi die Demokratie einführst, ja, dann bekommt deine Zivilisation oder beziehungsweise der Anführer ein Aggressivitätsbonus von -2. Okay. Das heißt, weil du so wohlwollend sich dem und dessen Volk gegenüber verhältst, sinkt der Aggressionspegel weiter, was normalerweise dazu führt, dass dann ein bisschen Nachsehen ist, wenn du irgendwo Militär aufziehst und ähnliches und man sagt so, alles klar, die stellen sich ja gut mit uns, also zetteln wir mit denen keinen Krieg an und ja, so das mit diesen Grenzen zwischen uns, ja, sind wir ein bisschen locker, du kannst hier deine Einheit mal durchziehen, das passt schon. Okay, also der hat eine Aggressivität von 1 und da werden jetzt 2 abgezogen. Mhm. Da werden jetzt 2 abgezogen und jeder, der irgendwas mit Computern macht, der in dem Feld da gehen bestimmte Alarmglocken los. So, da gehen wir jetzt mal ein bisschen in die Details. Also, was da jetzt passiert, also ich weiß gar nicht, weißt du genau noch, wann Civilization 1 eigentlich rauskam? Vor mehr als 30 Jahren wahrscheinlich. Ui, sehr beschämend, dass ich das nicht auswendig weiß. Also ich weiß es nicht auswendig, aber es ist ein sehr altes Spiel. Und also Anfang 90er hätte ich gesagt, wenn nicht sogar spät 89. Nee, ich hätte gedacht sowas so 91 rum, hätte ich mal grob geschätzt, 91, 92. Und was da jetzt ausgelöst wird, wenn du mit Gandhi eine Regierungsform Demokratie einführst, ist eben -2 auf 1 gerechnet und dann passiert ein Integer Overflow, beziehungsweise um genau zu sein, ein Underflow, weil die Integer 8-Bit unsigned sind, laufen die dann über und somit hat Gandhi ein Aggressionslevel von 255. Auf einer Skala von 1 bis 10 ist das natürlich viel. Also das heißt, weil die Zahlen nicht kleiner als 0 darstellbar sind, weil man gesagt hat, Minuswerte brauchen wir nicht, kippt der Wert, den das Spiel dann errechnet, in was super Hohes um. Friedlicher als Gandhi gibt es nicht. Und, dann und ehrlich gesagt, das ist auch jetzt gar nicht so ungewöhnlich. Sowas gibt es auch in anderen Spielen der Zeit. Es gab ein Computerspiel namens Mad TV, da leitet man so einen Fernsehsender. Das habe ich gespielt. Und da konntest du zum Makler gehen und immer ein Studio anmieten. Und dann sagen, ach nee, doch nicht. Und jedes Mal, wenn man das machte, verdoppelte sich die Miete. Und wenn man das so weit getrieben hat, dass es eine Irrsumme kostete, dieser Betrag, der auch immer sofort abgezogen wurde, hatte man plötzlich, wenn man so eine Unsumme ausgegeben hat, plötzlich einen sehr hohen Betrag auf seinem Konto, weil die Darstellung der Zahl für das Geld sozusagen irgendwann so negativ wurde, dass es nicht mehr darstellbar war und dann kippte das ins Positive um. Leider ist das Spiel bei mir dann immer abgestürzt, aber andere erzählen, bei ihnen lief es dann. Kam ein bisschen wohl auf die Version an. Aber will sagen, das ist gar nicht so was Ungewöhnliches, was passiert ist in solchen Spielen. Es ist relativ verbreitet, ja. Aber also das Verhalten, was diese Eigenschaft jetzt ausgelöst hat, ist ja im Endeffekt, dass Gandhi als Anführer deiner Nation ungefähr 25 Mal mehr aggressiv ist als der aggressivste Anführer im Spiel. Aha. Also ja, nicht so beabsichtigt, würde ich sagen. Ja, kleiner Offset. Und ja, auch irgendwie so ein ganz, ganz blöder Zufall ist, dass du mit dem Freischalten der Regierungsform Demokratie auch noch freischaltest, dass du jetzt Nukleartechnologie ausbilden kannst und ja, auch Bomben.
So. Okay. Also jetzt fügen sich für den geneigten Zuhörer Sachen zusammen, nämlich Nuklear und Gandhi. So. Wenn man das jetzt durchgespielt hat oder wirklich durchgezogen hat, hat Gandhi dann eben völlig random angefangen, Atombomben auf andere, auf jeden einfach, auf andere Nationen zu schießen. Geil. Ist schön, oder? Ist doch eigentlich ein cooles Feature. Ja. So, jetzt habe ich aber anfangs schon gesagt, es ist so ein bisschen ein Hoax oder beziehungsweise eine Urban Legend, oh nein, dass das passiert ist. Und da war ich auch, also ich habe den Wikipedia-Artikel gelesen, so von oben nach unten und dachte mir so, ah, coole Sache eigentlich und super witzig, wie detailliert, wir haben es vorhin dann auch schon gehabt, wie detailliert das alles aufgeschlüsselt ist und so, wie das ist. Und dann stand April. Und ja, also im Endeffekt dann so, du kommst dann zu dem Abschnitt, wo so, ja, Aufklärung der Urban Legend irgendwie ist und dann denkst du, okay, hä, das ist jetzt gar nicht passiert. So, und jetzt habe ich eben was dazu. Es gibt jetzt im Internet einige Verwirrungen darüber, über den kompletten Sachverhalt des Nuclear Gandhi. Mhm. Zum einen streiten sich Leute, ob das in Civilization überhaupt passiert ist, also ob es diese Funktionalität überhaupt mal gab. Funktionalität, den Bug im Endeffekt. und ob es in Civilization 1 oder in 2 passiert ist. Und jetzt haben wir zwei prominente Civilization-Entwickler, die sich dazu auch quasi Stellung genommen haben. Zum einen haben wir den Brian Reynolds, der ist der Game Designer von Civilization 2. Mhm. Und der kann sich überhaupt nicht erinnern, dass es irgendwelche unsigned integers überhaupt in der Codebase gab. Okay. Aber er hat auch die Codebase von Civilization 2 zum Zeitpunkt, als ihm die Frage gestellt wurde, seit 20 Jahren nicht mehr gesehen. Also, ja, komisch. Ich weiß ja nicht mehr, was ich letzte Woche gemacht habe. Ja, stimmt. So, und die andere Stimme ist, wir haben noch Sid Meier selbst, also quasi der Schöpfer von dieser ganzen Spielserie, der sagt, dass das eigentlich gar nicht sein kann, weil im Standardverhalten oder im Default bei C und C++ in der Codebase eben alle Integers automatisch signed sind. Okay. Also man hätte explizit hin, man hätte es explizit unsigned Integer, also eine Zahlendarstellung ohne die Möglichkeit, negative Zahlen darzustellen. Richtig, danke. Und er sagt eben, also das Standardverhalten war so und so, er kann sich da auch nicht daran erinnern. Und noch dazu hätte die Regierungsform Demokratie gar keinen Einfluss auf die Aggressivität von der AI gehabt, also von den einzelnen Anführern. Okay. Ist seine Stellungnahme. Also ich würde mir sagen, wir sollen mal den Source Code rausrücken und dann schauen wir selber nach. Ja, ich weiß gar nicht, ist der public? Na, wenn es die ROM zum Spielen gibt, die compilte, könnte man vielleicht das reverse engineeren. Ja, lieber Kongress, ne? Also ihr könnt uns, wir haben danach ein Hörertreffen, wer Bock hat, einfach Bescheid sagen. Man könnte mal die Leute vom FreeCiv-Projekt fragen, die ja ein Open Source Civilization bauen. Oh, super. Das musst du mal googeln dann noch. Ich habe mal eine Zeit lang Open Red Alert sehr gerne gespielt und Rollercoaster Tycoon gibt es ja auch einen Open Source Klon. Großartig. So geil. Die haben da nachträglich Netzwerkfähigkeit reingepatcht. Das ist völlig der Wahnsinn. Wir können super zusammen geil Achterbahn fahren? Man kann zusammen in einem Park gleichzeitig bauen. Sehr geil. Ja, also dann legen wir jetzt auf und machen das. Hat sich ja gelohnt. So, wie hat jetzt dieses Meme dann eigentlich Verbreitung gefunden? Es gibt dann jetzt wirklich auch Leute, die das ein bisschen recherchiert haben. Wie kam es denn dann? Also ich meine, wir haben jetzt Originalstimmen von zwei, Entwicklern, die auf jeden Fall einen guten Zugang zu dieser Codebase haben und da auch damals wirklich dabei waren. Die können sich beide nicht erinnern. Jetzt muss man aber irgendwie, irgendwoher muss das doch mal gekommen sein. Und jetzt haben Leute da ein bisschen herumgeforscht und sind im Endeffekt darauf gekommen, dass es 2012 einen User namens Tunafish gab, der den Claim in einem Wiki gemacht hat, nämlich in TV Tropes. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Mhm. Super Webseite. Okay. Das ist so ein bisschen das Gaming-Lexikon, oder? Jein. Wenn mich Leute fragen, der spielt so viel, eigentlich fast gar nicht, aber ich finde so Spielegeschichte total spannend. Hab dann auch Zeitschriften abonniert und tatsächlich auch von dem Sid Meier, der das Spiel geschrieben hat, zuletzt die Biografie gelesen. Irgendwie mich fasziniert das total.
Ja, also wir haben es ja off-air vorhin schon gesagt. Also ich hatte ja beim Aussuchen schon Angst, dass du das Thema sowieso schon kennst, nachdem du es jetzt auch teilweise mit vorbereitet hast, war lag ich da sehr richtig. Also irgendwas mit alten Games ist der Philipp immer eine Top-Adresse, kann man auf jeden Fall sagen. Na gut, dass ihr mich kennt, ich habe keinen blassen Dunst. Ja, das, sonst aber das ist schön. Ja. Sonst hätten wir es ja niemandem erzählen können. Sonst sitzen wir hier zu dritt und sagen, kennst du es? Ja, okay, kennst danke. Kennst nächstes Thema. Ich frage mich auch schon, ob du heute Abend Nackenschmerzen hast, wenn du nach links und rechts gehst. Jetzt ist ja ausgeglichen. So, wo war ich jetzt stehen geblieben? 2012, Username Tunafish hat diesen Claim ins TV-Tropes-Wiki eingesetzt und allerdings ohne wirkliche Belege. 2012 im November, also desselben Jahres, hat die Information dann ihren Weg in das Wikia von Civilization 1 gefunden, nämlich mit der Referenz auf den Eintrag von TV-Tropes. Mhm. Und dann hat die ganze Geschichte die Runde gemacht im Internet, dann wurde es bekannt, weil ich meine, das ist ja lustig. Jetzt, ich meine, ich habe es ja auch rausgesucht, weil ich das super unterhaltsam fand. Ja. Und jetzt, das ist nämlich das Spannende, in den nächsten 2 Jahren wird das Meme immer wieder verbreitet und immer, wann immer auch nach Quellen gefragt wird, wird auf das Wikia für Civilization 1 gelinkt. So, und das hat jetzt ja schon. Also, ich meine, es ist wahr, weil es steht im Wiki, ja. Ist ein, kann nicht falsch ein nicht so ein geiles Konzept. Da gibt es übrigens auch einen Wikipedia-Artikel dazu, was Circular Reporting heißt. Also, Wikipedia ist keine Quelle, nur eine Sammlung von Quellen. Haben wir wieder ein perfektes Beispiel dafür. Aber, so, und das ist jetzt quasi das Takeaway davon. Nicht nur wir oder die Internetgemeinde hat es dann so lustig gefunden, dass die Entwickler gesagt haben von Civilization 5, wir bauen das jetzt ein in die aktuelle Version. Ich glaube, da gibt es schon mehrere. Gibt es schon Civilization 6? Ich weiß gar nicht. Bin da echt nicht up to date. Ja, das letzte war, glaube ich, und das letzte ist auch schon wieder ein paar Jahre her, war dann, jetzt gibt es Hexagonalfelder. Ah, ach so, wie bei Siedler von Katar. Nee, oder? Doch. Genau. Ja. Genau. Okay. Auf jeden Fall. Die Entwickler von Civilization 5 haben das so spannend und witzig gefunden, dass sie das in einer bisschen anderen Weise jetzt eingebaut haben. Und zwar hat Gandhi hier einen Grundwert von 12 bei der Nutzung von Nuklearwaffen bekommen. Der Maximalwert ist 10. Mhm. Und bei jedem und bei jedem Start von dem Spiel wird der Grundwert von Gandhi von -2 bis +2 zufällig verändert. Also das heißt, du kommst garantiert nicht unter dem Maximalwert raus, im Worst Case sogar bei 14. Witzig. Das war jetzt das, jetzt ist doch die Wahrheit. Jetzt darfst du auch Einzug in die Wiki finden. Ist schön. Ich glaube, das hat halt auch eine ganz große Strahlkraft oder so eine Anziehung, weil so diese Absurdität von Gandhi bedroht mich mit Atombomben, die mir ja auch, also die kann einem im Spiel ja auch tatsächlich passieren, dass wenn man irgendwann nur noch gegen die Nation Indiens spielt und alle anderen Nationen sind schon ausgelöscht und dann kommt es zu so einem Showdown, ab einem gewissen Zeitpunkt im Spiel bewerfen sich die Nationen tatsächlich bei größeren Konflikten wirklich mit Atombomben. Und es ist halt wirklich einfach die absurdeste Figur in all diesen Führungspersönlichkeiten, die im Spiel vorkommen kann, die einen mit einem Atomarsenal bedrohen kann, ist halt schlicht und ergreifend Gandhi. Ja. Daher ist, glaube ich, auch einfach irgendwie selbst dieser Screenshot von dem alten Spiel, wo dann ein erboster Gandhi dasteht und sagt ja irgendwie, dafür wirst du teuer bezahlen, irgendwie, ich ziehe jetzt mit dir in den Krieg. Allein das ist natürlich schon einfach eine Absurdität an sich. Ja. Ja, es ist doch einfach geil. Also deswegen ist das ja witzig, wegen den zwei Enden einfach. Gandhi, der friedliebendste Anführer, den es überhaupt gibt. Und auf einmal rastet er mit 25-facher Aggressivität aus und wirft auf alle Atombomben. Ist das einfach geil. Geil. Wir haben aber trotzdem noch ein positives Takeaway. So lustig, wie wir das alle fanden das auch dann unter anderem Professoren an der Harvard-Universität, die jetzt hergehen und dieses Beispiel des Integer-Overflows oder halt Underflows, je nachdem, als gängiges Lehrbeispiel für und Erklärung großartig. Für, was Integer-Overflows sind, hernehmen, um einfach das Verhalten den Studenten näher zu bringen, was passiert da oder was kann das für Auswirkungen haben, weil das, sonst ist das immer so ein bisschen trocken und mathematisch und dann hin und her. Und so hast du halt wirklich, ja, das kann in deinem Spiel passieren, wenn du es halt dann machst. Ja, mega plastisch. Es ist immer nur ein bisschen albern,
weil es ja eigentlich ein Beispiel ist, das gar nicht wirklich, also das gar nicht real passiert ist. Ja. Aber es ist einfach so eine tolle Story. Ja, die Geschichte erzählt sich gut. Einfach, die geht gut von der Hand. Kann man super machen. Apropos gute Geschichtenerzähler, ich danke hiermit dem User Face Napalm, und zwar dem Anton, dem Anton aus Moskau, der 70% zu dem Artikel in der englischen Wikipedia beigetragen hat. Voller, ganz schöne Menge. Wählt eure Wikipedia-Namen sorgsam. Sie könnten in einem Podcast. Sie könnten vorgelesen werden, wenn ihr nicht aufpasst. Mein ist einfach der Philipp. Also, na, das ist gut. Ja. Das Bild von dem Kuchen von mir ist immer noch drin. Zum Sysadmin Appreciation. Genau, genau. Und der ist immer noch drin. Ich finde es super. Ja, vielen Dank, dass du das Bild hochgeladen hast. Ich glaube, das muss man kurz einführen. Ich glaube, wer es nicht kennt, es gibt den Sysadmin Appreciation Day, wo man dem Admin in seinem Büro oder in seiner Firma irgendwie Danke sagt. Und es gibt nette Leute, die dann einen Kuchen vorbeibringen. Und ein so einen Kuchen hat der Philipp, glaube ich, auch selber gebacken. Genau, genau. Das und war so um 2004 rum oder sowas müsste das gewesen sein. Ja. Und eben auch fotografiert, in die Wikipedia hochgeladen und seitdem haben wir ein sehr plastisch anzuschauendes Beispiel für einen Sysadmin Day Appreciation Kuchen. Ich habe den doch auch schon mal auf Heise gesehen, dein Kuchen. Oder? Ja, tatsächlich, der hat auch auf Heise geschafft. ich glaube nur sozusagen, irgendwann wird der Zahn der Zeit dieses Bild verdrängen, weil die Auflösung meiner Kamera damals einfach nicht so hoch war. Machen wir eine neue Bugsession, würde ich sagen. Das ist eine sehr gute Idee. Müssen wir bloß noch schnell den Admin Appreciation Day abwarten. Ja. Fantastisch. Ja, super so, cool. Ja, das wäre mein Thema gewesen. Ja, das wäre auch mein Thema gewesen. Aber das Schöne ist, ich hab so ein kleines Konvolut an Themen gebildet, von daher war es jetzt auch gar nicht so schlimm. Und die ganzen Details, die du drin hattest, die hatte ich nicht drin, von daher habe ich mich auch jetzt diebisch gefreut, was gut. Du da alles drin hattest. Ich reichte dann auch den symbolischen Civilization-Stecken gleich rüber, weil ich dich gern fragen würde, was dann du quasi heute mitgebracht hast. Ja, dann würde ich sagen, ganz in Civilization spricht just one more turn, nur noch eine Runde mehr. Und noch eine Atombombe? Ja, oder? Und zwar gehen wir mal in die USA gedanklich. Und zwar etwas, ich mag ja alte Spiele und etwas, was es in Deutschland so gar nicht gab, zumindest nicht in der Jugend, ist ja so eine Arcade-Kultur, also so ein Ort, wo du hingehst und an Automaten spielst. Das lag in Deutschland daran, dass die, ich sag mal, nicht vielleicht komplett gleichgesetzt, aber so in die gleiche Ecke wie so Dattelautomaten, wo man Münzen reinwirft, also so Glücksspielautomaten gesteckt worden sind. Dementsprechend waren die halt nur ab 18 zugänglich, weil die dann auch nur in Kneipen standen. Das heißt, irgendwie als 12-Jähriger bist du nicht an den Bubble-Bobble-Automaten rangekommen, der da irgendwo rumstand. Ganz schlimm, wenn Jugendliche Tetris spielen, ganz schlimm. Naja, ist ganz schrecklich, genau. Was könnte da passieren? Und es war auch immer ganz exotisch. Fand ich, wenn man in Urlaub gefahren ist und da stand da so ein Spielautomat und da durfte man einfach ran. Also ich habe da auch Erinnerung, wie ich mit meinem Vater und meiner Schwester und meiner Mutter, da ist nicht Italien, Frankreich Urlaub, ich glaube eher Italien Urlaub. Italien, ganz groß. Wo wir dann da hin sind und dann haben wir da so Spiele gespielt. Ich hatte natürlich keine Chancen, ich habe nur verloren, nee, klar. Aber Spaß hat's gemacht. Ja. Du musst einfach alle Jetons reinschmeißen und dann irgendwann kannst du lang genug spielen, um dann mal zu gewinnen. Du meinst, wenn ich dann Overflow... Ja. Mit Geld. Also ganz ehrlich, der teuerste Overflow jemals, wenn du da alle Chittungs reinschmeißen musst. Ja, jedenfalls, in den USA dagegen ist es so der Treffpunkt für Jugendliche. Man spielt miteinander, gegeneinander und dann, also wirklich so diese Klischees von der Gewinner vom Spiel hängt dann am Automat ab und wer ihn herausfordern will, der geht als nächstes hin, legt schon mal eine Münze hin und es ist so ein, mit anderen Worten, es ist so ein Ort der Sozialisation, des Austauschs und eben diese Arcade-Kultur. Mhm. Wie gesagt, in Deutschland, weil das eben in diesem Glücksspielautomat-Ecke angesiedelt war, gab es das dann eben nur so in Pubs, Billardkneipen und dementsprechend hatten wir das noch nicht so sehr. Und im damaligen Bronze Age, also so dem goldenes Zeitalter, spricht man dann später, aber so ein erstes Aufblühen von Videospielkultur, kam dann sowas wie Space Invaders heraus. Also ein aus heutiger Sicht sehr simples, schieß alle Schiffe, die da vorbeikommen, ab. Das ist aber trotzdem den Spielenden ein bisschen was mit Taktik und Geschick einfordert. Und das ist auch recht ein eigentlich sehr bekanntes Spiel. Hat es in Futurama wird es irgendwie in der Folge veräppelt. Und also das, glaube ich, kennen viele Leute, selbst die nicht mit Videospielen zu tun haben. Oh, Futurama ist einfach so großartig. Ich schaue im Moment wieder alle Folgen an. Oh, schön. Es ist so toll. Oh ja. Aber auch nicht nur in den USA ist das Ganze ein Erfolg, sondern in Japan, wo das Spiel herkommt. Mhm. Auch da sind Arcade total üblich, war das Ganze ein irrer Erfolg. Und das Ganze ging dann
nicht bloß ein bisschen zu weit, sondern so weit, dass es dann von den 100 Yen-Münzen, die da so das Übliche war, um einzuwerfen, um ein Spiel zu spielen, gab es dermaßen eine Knappheit, dass es dann irgendwann, dass diese Münzen einfach die ganze Zeit aus waren. Okay. Also in den USA war das auch ein Ding wohl ein, wir kommen kaum hinterher, diese Automaten zu lernen. Also explizit von Space Invaders, okay, weil das war eine regelrechte Hysterie oder ja, ein Run auf dieses Spiel. Jeder wollte das spielen. Und eben in Japan gingen die Münzen so arg aus, dass die Regierung gesagt hat, alles klar, wir müssen mehr Münzen produzieren. Und hat dann in dem Jahr die dreifache Menge an 100 Yen Münzen produziert. Und dann gab es eine Preiserhöhung. Schreibt zumindest der Spiegel über das Gerücht, weil so einen nachhaltigen Beleg gibt es dafür nicht. Und wenn man heute nachguckt und die Wikipedia zu dem Thema konsultiert, dann findet man leider raus, dass in dem Jahr die Münzproduktion von 100 Yen Münzen sogar niedriger war als in den Vorjahren. Also eine schöne Geschichte, leider alles schade, nur aus der Reihe der Mythen. Aber auch hier gibt es ganz viel Narrativ außenrum, so erzählen damalige Spieleentwickler ein, ja, aber damals hat man doch gar keine 100 Yen Münze eingeworfen, das stimmt ja gar nicht. Im Nachhinein stellt man fest, ja doch, das passt schon. Also so, okay, da ist auch viel Verklärung mit dabei. Ja, Wikipedia regelt einfach. Ja, ja. Wir sollten ja, ja, einen Podcast machen. Das ist eine sehr gute Idee. Aber wenn wir jetzt schon beim Thema Arcade sind, damals muss man auch wissen, waren ja nicht Spiele wie heute auf, blöd gesagt, zum USB-Stick oder via Internet zugänglich, sondern das waren ja immer so komplette, ja, Schränke, die da hingekarrt werden mit Bildschirm, mhm, auch so hübschen Side-Panels. Irgendwann später gab es dann wechselbare Module. Modul klingt jetzt sowieso ein, oh, eine Nintendo-Cartridge, so was Kleines, Tragbares, aber das war eher so, ja, so ein, ne, ich baue mir da so eine riesige Platine ein und aus und dafür kommt der Techniker und schraubt dann einen halben Tag an der Hardware rum. Ja. Also mit anderen Worten, damals war das total üblich, dass da größere Mengen an Hardware getauscht werden mussten, um ein neues Spiel reinzubringen. Ich stelle mir da auch gerade vor, wie so ein Techniker so ein komplettes Side-Panel abnimmt und ja, einfach eigentlich so eine Flut von Münzen erstmal rauskommt, weil das Ding bis oben hin voll ist. Ist leider voll. Ja. Was soll man machen? Und jetzt sind wir auch schon im Jahr 1981 in Portland, Oregon. Und es geht um ein ganz besonderes Arcade-Spiel. Und zwar wird ein Spiel auf den Markt gebracht und so denn, wenn man sich so ein bisschen durchliest, erinnert es so ein bisschen an das Spiel Tempest. Heißt es, das ist so ein Spiel in Vektorgrafik, also viel mit Linien, mhm, wo du so wie so eine Art Röhre von hinten siehst. Mhm. Von vorne kommen Gegner auf einen zugeflogen, die immer näher kommen. Und man hat eine Art Raumschiff, das man in einem Kreis bewegen kann. Also auf wenn man sich jetzt so einen Ring vorstellt, da kann ich es drauf rumbewegen. Ja. Und wenn ich schieße, dann fliegt der Schuss sozusagen auf der Höhe in diese Röhre nach vorne. So ein bisschen wie Space Invaders in rund. Ja, das genau. Das ist aber eigentlich auch sau witzig, weil das ja noch in Röhren Bildschirmen auch waren. Da ist ja wirklich was auf dich zugeschossen, stimmt, wenn ja, du so aus einer Röhre heraus. Ja, ja. Und jetzt stellen wir uns das so vor, ne? So ein ähnliches Spiel war das dann. Und da fliegt man so durch so einen Tunnel, außenrum sogar noch Farben und Formen. Und es soll so ein bisschen ausgesehen haben wie so ein Kaleidoskop. Und dann gab es noch Geräusche dazu. Und auch auf dieses Spiel ein totaler Run irgendwie, also vor den Automaten warte ich lang und die Leute werden regelrecht süchtig danach. Also ein bisschen wie bei Space Invaders, der neue Hype um dieses Spiel, das ich jetzt namentlich noch nicht genannt habe. Stellt sich dann aber raus, irgendwie das Spiel bekommt vielen Leuten nicht so gut und die Leute leiden dann nach dem Spielen unter anderem unter epileptischen Anfällen, Gedächtnisstörungen, Schlafstörungen, Panik, Depressionen und sogar Halluzinationen. Okay. Krass. Was dann so ein bisschen creepy dazu kommt, ist ein, je nach Berichten tauchen immer wieder Techniker auf, die aber irgendwie in schwarz gekleidet sind und die Automaten aufstellen, checken und manchmal wohl diese Automaten auch hinkarren, ohne dass sie einen Auftrag dafür haben vom Arcade-Betreiber. Mhm. Also so ein bisschen weird. Und jetzt ist so ein bisschen die Frage, wie heißt das Spiel? Das heißt halt Polybius. Und Polybius? Polybius. Okay. Genau, und da steckt eine ganz mysteriöse Firma dahinter und die hat einen ganz exotischen Namen, den man vielleicht in den USA nicht so gut kennt. Die heißt nämlich Sinneslöschen. Das muss dann ein Amerikaner auch aussprechen. Ja, also okay. Sinneslöschen ja, dann wahrscheinlich ist das. Und wer jetzt des Deutschen mächtig ist, der schaltet halt hier spätestens ab. Wenn man so an so, ich sag mal, Storytelling-mäßig große Meisterwerke wie Doom 3 denkt, wo es dann einen dir zugewandten netten Menschen namens Dr. Malcolm Betruger gibt. Und das wer nicht irgendwo gehört. Naja, und wer denkt ja, das wohl? Ne? So meisterhaftes Storytelling stellt sich raus, der betrügt einen, der ist ein Bösewicht in Wirklichkeit. Wer hätte das gedacht? Nein, der hat die Glatze und guckt böse und heißt Betruger. Ja, um Simpsons zu zitieren, jemand, der Deutsch spricht, kann kein schlechter Mensch sein.
Aber tatsächlich geht das Ganze ein bisschen, also das Ganze Polybius, die Firma dahinter, alles natürlich großer Quatsch. Hat jemand erfunden, irgendwie um 2000 rum tauchen da die ersten Berichte im Newsnet auf, was Leute wohl so eine lustige Sache fanden. Aber da gibt es ein paar wahre Fakten. Also so am 27. November 81, da gab es den Brian Morrow und der hat versucht, einen Rekord im Asteroid-Spielen aufzustellen. Wer das vielleicht kennt, man hat so ein kleines Raumschiff und es fliegen so lauter große Asteroiden rum. Man muss die zu Klump schießen und darf sich nicht von den Asteroiden treffen lassen. Und sagen wir es so, ich glaube nicht, dass Videospiele besonders schädlich sind. Aber sich 28 Stunden vor so ein Gerät zu stellen und durchzuzocken, ja, dass man dann irgendwann mit Krämpfen umklappt, ne, könnte halt passieren. Ne? Oder auch, dass eben Michael Lopez am gleichen Tag, der spielt dann dieses Tempest, der kriegt halt einen Migräneanfall davon. Also man muss auch immer noch überlegen, Röhren, Bildschirme. Aus heutiger Sicht, wenn du dir das anguckst, flackert es schon ganz schön viel. Plus du konzentrierst dich. Also ja, und wahrscheinlich dann halt auch wieder zu wenig gegessen und zu wenig getrunken und so nebenher. Genau. Ich weiß gar nicht, was der erste Videospieltote war. Ja, also da in dem Umfeld sozusagen. Mal, hatten wir das mal, weiß ich gar nicht. Ich mich, also ich kenne eine Geschichte über einen WoW-Spieler aus, oder eine WoW-Spielerin aus Asien, glaube ich, die vor dem PC gestorben ist oder verstorben ist, einfach durch Mangelernährung und so. Das ist krass. Genau, aber jetzt wollen wir doch wenigstens ein bisschen sowas Positives aus der Sache rausziehen. Und jetzt bin ich noch eigentlich mit dem Gandhi um die Ecke gekommen, aber ich habe mir was Neues rausgesucht. Und zwar, wenn wir jetzt schon so lustige Sachen haben, dann, ich weiß, so eines eurer liebsten Themen, wo auch die Hörenden immer begeistert sind, wenn sowas um die Ecke kommt, ist sowas wie Qual und Folter. Ja, Folter, Schmerz und Leid, das kommt immer sehr gut an, haben wir bisher nur positives Feedback bekommen. Und also ich habe so die ultimative Foltermethode. Microsoft Excel. Oh Gott. Also noch mal deine Formel anschauen hier. Oh ja. In neueren Versionen von dem Tabellenkalkulationsprogramm wurden ja inzwischen heute X-Features eingebaut. Ob man die jetzt braucht oder nicht, sei jedem überlassen. Ich glaube, ich weiß, worüber du redest. Ich bin gespannt. Aber eine Sache ist nicht mehr drin, lustige Easter Eggs. Es also, gab doch... Ne, ja, genau. Also ein bisschen, um das einzusortieren, so Easter Eggs waren... Früher in sowohl in Programmen als auch in Videospielen vorhandene so kleine, ja, so ein Augenzwinkern, oft von den Entwicklenden, um was mitzugeben. So eines, das erste Easter Egg meines Wissens nach, das in die Geschichte einging, war im Spiel Adventure. Da musste man so Rätsel lösen, also alles sehr abstrakt mit so einem Drachen, der, wo heute alle sagen, der sieht aus wie eine Ente. Also waren sehr, sehr grobe Pixel. Es ist auch übel hart. Ich habe das mal probiert, ohne Lösung zu spielen. Das ist so super hart. Ich weiß nicht, wie das Leute gemacht haben. Der Punkt ist, glaube ich, aus heutiger Sicht sind viele Sachen von damals ultra hart, weil man ist heute, und ich will das nicht verurteilen, aber über so einen positiven Game-Loop, wie man es nennt, bist du immer ein Feedback vom System, das dich lobt oder irgendwie das dir positives Feedback gewohnt. Und so ein, ich muss mich da jetzt halt durchbeißen, bis es halt nicht mehr geht. Das funktioniert aber halt auch damals gut, wenn du, ja, ich hatte halt nichts anderes in der Jugend außer Zeit, ne? Außer wenn man Dwarf Fortress spielt, da ist ja der Sinn, dass du verlierst. Ich weiß nicht, kennt ihr das ne? Ja, aber es gibt ja viele Spiele, die heute so prügelhart sind, auch so ein Demon's Souls oder so, wo Leute auch sagen, ich spiele es erstmal 12 Stunden und verliere nur die ganze Zeit. Ja. Ich habe von einem Spiel gehört, das ist ein Autorennspiel oder so ein Autodriftspiel. Mhm. Man muss irgendetwas tun, aber irgendwie 80% der Leute sind dem Tutorial gescheitert. Irgendwie das ist Driver. Ich glaube Driver. Ich kenne es nicht, ich habe davon gehört. Man musste irgendwie am Anfang mal einmal das Tutorial durchspielen. Zum Parkhaus musste irgendwie rumfahren und irgendwie so Slides machen und so Kram. Genau. Und das sind irgendwie, wissen nicht mehr als die Hälfte oder super viele Leute am Tutorial gescheitert. Das stimmt. Das erinnert mich daran, ich habe neulich ein neues Spiel angefangen. Ist natürlich blöd, wenn man die Demo ausprobiert und willst du die Vollversion kaufen? Ach, nö. Ich bin noch nicht durch. Ja, aber ich bin aus dem Spiel. Ich habe neulich mir ein Computerspiel gekauft, Cyberpunk 2077. Oha. Und ich musste im Tutorial googeln, wie es weitergeht. Ja, aber das beruhigt mich ehrlich gesagt, weil ich bin auch so ein Gamer. Ich kann das einfach nicht. Ich stell mich an wie der letzte Depp. Aber ich bin ehrlich gesagt auch inzwischen, ich bin mir nicht mehr zu fein ein, nein, ich will dich aber irgendwas, sondern ein, ey, ich will einfach Spaß haben. Ja, zu viel Zeit habe ich nicht mehr. Ja. Das ist. Aber zurück zu den Easter Eggs. Der, also wie gesagt, bei diesem Adventure-Spiel hat der Entwickler, der durfte damals seinen Namen nicht auf die Box schreiben. Also, ich mache mal noch ein bisschen die Klammer auf. Es gab ja eine Zeit, in der die Firma EA nicht dafür bekannt war, irgendwie ihre Entwickler etwas zu knüppeln und irgendwie so, sagen wir, jedes Jahr halt immer das gleiche Spiel rauszubringen, sondern
dass die so die Vertreter waren für die Entwickelnden und dann deren Namen auf die Box geschrieben haben und dann auch so richtig ein, hey, hier kommt ein Spiel von, und dann auch so Cover-Designs wie tatsächlich damals wie so Schallplattenalben gemacht haben, die sozusagen so dieses, hier das kommt cool. nicht bloß irgendein beliebiges Produkt von irgendeinem Typ, sondern guck mal, das ist ein Spiel von, Name hier einfügen, guck mal, wie toll das ist. Und zu diesem damaligen Zeitpunkt, oder bevor die um die Ecke kamen, oder genau deswegen formiert worden sind, weil halt oft ein, nee, du schreibst deinen Namen nicht drauf, das ist unser Spiel, also aus Firmensicht, da hast du mit deinem Namen nichts verloren. Und der Entwickler hat eben damals in dieses Spiel Adventure seinen Namen in einem sehr geheimen Raum, den du schwer nur zugänglich bekommen hast, reingekriegt, und das muss wohl auch so gewesen sein, dass, dass das niemand beim Testen gemerkt hat, dass da sein Name drin steht. Okay. Ist natürlich aus heutiger Sicht ein schönes ein Fingerzeig für den Entwickler. Und genau solche Sachen haben es auch in Programme geschafft. Witzigerweise hat Sid Meier damit kein Problem gehabt, seinen Namen überall mit hinzuschreiben auf jede Box, oder? Ja, ich glaube, das war halt also, sehr schnell ein, hey, diese Marketing-Sache, die ziehen wir jetzt durch. Ja, ja. Wobei, also vom Typus her, jetzt mache ich ganz kurz die Klammer auf, der hing ja mit so einem sehr exzentrischen ehemaligen Piloten rum, dem Wild Bill Steely, mit dem er immer so die Spiele gepitcht hat, weil der wollte immer, dass wir müssen Militärsimulationen machen, das ist das gute Zeug, und weil die haben die auch verkauft. Und dann sowas wie Civilization war dem eigentlich so ein, ja, komisches Zeug, will doch keiner haben, Railroad Tycoon, ach Quatsch, Militärsimulation müssen wir wieder machen. Krass. Und ich glaube, auch deswegen haben sie diesen Namen davor gepackt von ihm, weil der halt den Ruf hatte für einen, oh, der macht so gute Militärsimulationen, jetzt probier doch auch mal die andere Geschmacksrichtung von ihm. Okay, das ist so das Made in Germany für Sid Meier-Spiele. Ja, ich glaube, und ich, also vom Typus her glaube ich gar nicht, dass er da so draufsteht, weil der ist eher so ein bisschen so der kleine untersetzte Nerd, der einfach nur mit seiner Eisenbahn spielen will und irgendwie da sich an der Sache selber so erfreut. Aber das ist jetzt natürlich nur so eine Einschätzung. Aber zurück zu den Easter Eggs. Und solche gab es eben auch in den ganzen Microsoft-Produktlinien. Und jetzt kommst du bestimmt um die Ecke mit, an welches erinnerst du dich? Also ich meine mich zu erinnern, dass man in Excel so einen Flugsimulator oder irgendwie sowas hatte. Genau, genau. Da musste man irgendwas machen, Spalte irgendwas, ich behaupte Zeile 97, und da musste man da irgendwie durchtappen. Und dann blau einfärben oder irgendwie draufklicken. Und irgendwann ging es auf. Und dann ging da irgendwas auf. Habe ich noch nie gehört. Ja. In den ganzen Flugsimulator oder wirklich in dieser Excel-Kästchen-Optik was? Also Flugsimulator klingt jetzt sehr groß, aber du hattest so eine Art Meer, das so rumgewabbert hat, und du konntest da halt so drüber fliegen. Okay. Also jetzt nicht von der... So Flappy Birds in... Ja, so von der Grafik jetzt nicht anspruchsvoller als Space Invaders oder so. Ah ja. Na, schon ein bisschen mehr würde ich schon sagen. Jetzt aber, will ich sehen, er sich gut. Aber du kannst es halt kaum spielen, ja, klar, unbedingt. Aber das ist nicht das Einzige. Es gab irgendwie in Word in irgendeiner Version, wenn ich mich nicht ganz so... Gab es einen Flipper? Spoiler, die sind heute alle ausgebaut, explizit auch auf Wunsch von Firmenkunden, weil die jetzt sagen, was, in der Office-Suite, wenn hier Spieler drin sind, dann spielen auch unsere Mitarbeitenden, das geht hier gar nicht. Ja, nur den ganzen Tag. Den ganzen Tag nur. Und in Excel 2000 war ein Rennspiel drin und in Excel, nee, Quatsch, das habe ich mir falsch aufgeschrieben, in Excel 97 war eins drin. Aber in Excel 95 gab es das deutlich Gruseligeres. Da konnte man auch in so eine 2D-Landschaft, beziehungsweise eher so 2D-Räume, so ein bisschen wie Doom rumlaufen. Und da gab es eine Brücke. Und wenn du über diese Brücke drüber gegangen bist, dann gab es da die Hall of Tortured Souls, also die Halle der gequälten Seelen. Mhm. Okay. Und was das war, das war einfach eine Wand mit lauter Bildern drauf von den Entwicklern. Und das finde ich einfach eine sehr schöne Verneigung von den Entwicklern, da irgendwie ein bisschen gesehen zu werden. Und wenn man einen angeklickt hat, ist einfach eine random Zelle irgendwie gelöscht worden. Also, was lernen wir so ein bisschen, also aus jetzt Nockis und meinen Sachen, so einen, also lass dich nicht auf Dr. Betruger ein. Ja. Spiel nichts von der Firma Sinnesloschen. wir haben genug Klopapier und 100-Yen-Münzen, also die gehen uns nicht aus. Ja, nee, spart eure 100-Yen-Münzen, wollte ich gerade sagen. Also sparen. Das sollten wir lernen, halt aufheben, wenn ihr Gaming Bock habt, dann. Ja. Gandhi wirft nicht ohne Grund mit Atombomben, also der hat schon seinen Grund zu. Ja. Excel ist echt creepy. Und ey, werf mal der Wikipedia 5 Euro zu und hör weiter entbehrlich ist. Oh, danke schön. Und als Autor habe ich den, jetzt wird es ein bisschen blöd, habe ich eine, also der Hauptautor von dem Text über Polybius ist der Autor mit dem Namen Comics Are Just Alright.
mit 12,6%. Hm, und dann gucke ich nach und dann sehe ich sofort, er ist ein gesperrter Sock Puppet Account. Oh, dauerhaft gesperrt. Na gut. Also von daher, danke, Fragezeichen. Ja, trotzdem danke. Ja. Ich meine, es war ja, ja stimmt, gut, sonst wäre es nicht mehr da. Ja, du hast recht. Ja. Okay, cool. Jetzt habe ich deins gehört. Poschi, was hast du noch Schönes mitgebracht? Ja, also ich könnte den Kontrast nicht größer machen zu euren beiden Themen oder zu euren Themengebieten, aber ich komme auch am Ende des Tages irgendwie ein bisschen hier auf unseren Kongress zu sprechen. Mhm. Aber deswegen sind wir ja da, das ist ja das, ich glaube, wir hatten selten Themen, die gut zusammenpassen, außer Folter ja. Und selbst Mumifizierung. Die Folge, das Schmerz und Leiden. Oh, diese Folge. Ich fand das sehr lustig. Ich habe die übrigens gehört, wenn ich Sport gemacht habe und ich so, so maximale Selbstkasteiung. Ich bin schneller gerannt. Hören und selber machen. Ja. Also ich habe was mitgebracht und zwar die Selbstwirksamkeitserwartung. Mhm. Okay. Mhm. Also Selbstwirksamkeit und davon die Erwartung. Und ich bin da ursprünglich drauf gekommen, ich habe schon öfter irgendwie einen Witz gemacht, dass so KlassensprecherInnen sein ist so ein bisschen so Selbstwirksamkeitssimulation. Also weil du bist da in der Klasse und wirst dann da gewählt, um dann dieses tolle Amt auszufüllen. Und am Ende des Tages hast du einfach überhaupt gar keine Macht. So, es ist einfach irrelevant. Ne? Und kurze Frage, warst du Klassensprecher? Ich war auch mal Klassensprecher. Der BO ist, oder? Nee, da war ich das nicht. Ah, okay, dann hatte ich das verwechselt. Aber ich kann das auch aus dem Studium sagen, da gibt es dann Studierendenvertretung und das ist auch so ein bisschen Selbstwirksamkeitssimulation nach meiner Behauptung, weil man kann da so Dinge tun und am Ende sitzt man in einem Gremium, wo man dann irgendwie 2 von 15 Stimmen hat. Und ja, du kannst dich schon irgendwie einsetzen, aber ja. Und es ist eher so Symbolwirkung als. Genau, und jetzt wollte ich das mal irgendwie nachschauen, ob das jetzt irgendwie meine Behauptung da einfach so ins Blaue ist oder ob da was dran ist oder was man daraus lernen kann. Und so bin ich dann auf die Selbstwirksamkeitserwartung gekommen. Und da steckt super viel drin und deswegen muss ich das aus verschiedenen Bereichen mal durchleuchten oder beleuchten. Und weil Selbstwirksamkeitserwartung so ein bisschen sperrig ist, benutzt sogar die Wikipedia als Abkürzung SWE. So. Ah, ja. Also ich werde vielleicht zwischen Selbstwirksamkeitserwartung und SWI springen, aber gemeint ist dasselbe. Und der sperrige Begriff hat auch eine sperrige Definition und die möchte ich euch kurz vorlesen. Und zwar bezeichnet es das Vertrauen einer Person aufgrund eigener Kompetenzen, gewünschte Handlungen auch in Extremsituationen erfolgreich selbst ausführen zu können. Okay. Super kompliziert. Also sagen so der Feuerwehrmann, weil der schon 12 Brände gelöscht hat, denkt sich, wenn er richtig Großes kommt, das kriege ich auch hin. Genau. Ich habe jetzt ein Beispiel mitgebracht und mir ausgedacht. Mhm. Und zwar stellen wir uns mal vor, wir wollen ein richtig großes Online-Event mit mehreren tausend Teilnehmern durchführen. Wir machten sowas. Mhm. Wer macht sowas? Weiß ja? Nicht. Nur großartige Leute machen sowas. Und wenn man jetzt da so gut drüber nachdenkt, ja, was hat man da? Ja, das ist auf jeden Fall super viel Aufwand, ja. Und man steckt da auch super viel Freizeit rein und das ist ein hoher Zeitdruck und große Verantwortung. Und wenn ich mir jetzt denke, Chaka, wir schaffen das oder Chaka, ich schaffe das, dann hat man eine sehr hohe Selbstwirksamkeitserwartung. Also, weil du eine Selbstwirksamkeit hast und du erwartest, dass du da drin erfolgreich bist und deswegen hast du eine hohe Erwartung. Und wenn du dir denkst, boah, das wird eh nichts, dann hast du eine niedrige Selbstwirksamkeitserwartung. Okay. Und ich bin sehr gespannt, ob die Reise dahin geht, ob das was Positives oder was Negatives ist. Weil es kann ja auch so einen Druck aufbauen, also positiv wie negativ. Ja. Und wenn jetzt ja jemand daran glaubt, etwas zu bewirken zu können, dann hat er eine hohe Selbstwirksamkeitserwartung, SWE. Und wenn man eine hohe SWE hat, dann ist man auch typischerweise erfolgreicher. Mhm. Und den Begriff hat ein kanadischer Psychologe, der Albert Bandura, in den 1970er Jahren geprägt. Und wir müssen es jetzt genauer anschauen. So, damit man eine hohe Erwartung haben kann, muss man auch annehmen, dass man Einfluss darauf nehmen kann, so auf das, was man tut. Zum Beispiel könnte es auch von äußeren Umständen abhängen oder von anderen Personen und Zufall und Glück. Und dann kannst du da keinen Druck aufbauen oder du kannst da nichts bewegen. Und um das zu unterscheiden, gibt es quasi vor der Selbstwirksamkeitserwartung noch ein anderes Konstrukt. Und das ist die, pass auf, Kontrollüberzeugung. So, du musst davon überzeugt sein, dass du es etwas kontrollieren kannst. Ah, okay. Ah. Ja, okay. Ja. Und nur wenn das man... Der Begriff macht mir mehr als der andere. Ja, ja. Das Eingängige. Und ich habe gleich noch Beispiele auseinanderzudröseln. Und
Die Kontrollüberzeugung gibt es jetzt auch in verschiedenen Ausprägungen. Einmal hast du, wie jetzt als Individuum, ich habe so eine innere Kontrollüberzeugung. Also ich bin der Meinung, dass ich irgendetwas positiv oder negativ beeinflussen kann und meine Handlungen haben Konsequenzen. So, also ich tue etwas. Und dann gibt es das Ganze auch außerhalb und da gibt es dann sozial-externale Kontrollüberzeugung. Also eine andere Person kann darüber, also ich bin der Überzeugung, dass eine andere Person darüber Kontrolle ausüben kann. Versus, da gibt es dann die fatalistische externe Kontrollüberzeugung und dann hat man Glück, Pech, Zufall und dann kann man es nicht beeinflussen. Also so ein, ich kriege den Job, ist es nur Glück oder ist es der eine Typ, mit dem ich mein Interview führe, dass ich den überzeugen muss? Genau. Weil der sozusagen kann die Stellschranken stellen. Genau. Und jetzt ist quasi aus der Definition heraus wichtig, es muss nicht den Tatsachen entsprechen, es kommt darauf an, wie die Person davon überzeugt ist. Also was glaube ich, wie es ist. So glaube ich, dass ich das beeinflussen kann, egal ob ich das jetzt wirklich kann oder nicht. So um diesen ersten Step zu haben. Also da ist der Realitätsabgleich ist in diese Eigenschaft gar nicht eingebaut. Ganz einfach nur. Ja, genau. So, wenn man quasi deine Kontrollüberzeugung bewerten willst. Also da geht es nur darum, was deine persönliche Überzeugung davon ist. Okay. Und wenn ich jetzt dann die Kontrollüberzeugung und die Selbstwirksamkeit gegenüberstelle, dann kommt immer erst die Kontrollüberzeugung. Also nur wenn ich davon überzeugt bin, dass ich etwas erreichen kann, dann habe ich eine Kontrollüberzeugung. Und nur wenn ich das habe, dann kann ich eine Selbstwirksamkeit haben. Mhm. So, weil sonst weiß ich ja vorher schon, dass ich das niemals tun werden kann. So. Und bei dem Bild mit dem Feuerwehrmann zu bleiben, also sozusagen, ich habe einen Einfluss drauf, weil ich weiß, dass ich hier mit meinem Feuerlöschgerät einen Brand in den Griff kriegen kann, versus derjenige, der sagt, naja, ich halte halt irgendwie drauf, aber eigentlich, ob es klappt oder nicht, ist Zufall. Genau, und wenn du jetzt die Annahme hast, dass du selbst das Ereignis herbeiführen kannst, dann ist das die Selbstwirksamkeit. Mhm. So. Und jetzt gibt es hier so vier Beispiele, um das mal gegeneinander irgendwie abzuwiegen. Und zwar, die erste Person glaubt, dass es unmöglich ist, eine bestimmte Tür zu passieren, da das Schloss defekt ist. So. Das heißt, die Kontrollüberzeugung ist external, weil das Schloss ist ja kaputt und das kann dann niemand tun. Ja. Grüße an die Lockpicking-Leute vom Kongress. Ja, genau. Super. Und, aber das ist ja für die eine Person so und Lockpicker haben andere Möglichkeiten und deswegen würden die Situation jetzt anders bewerten. Aber in dem Fall ist das eine externe Kontrollüberzeugung, weil das niemand kann und deswegen gibt es auch niemals eine Selbstwirksamkeit, weil es einfach nicht geht. So, das heißt, die Person wird nichts unternehmen. Mhm. So, und jetzt gibt es dann die Person B, die glaubt, die Tür sei sehr wohl zu öffnen, nur sie selbst besitzt nicht den passenden Schlüssel. So, dann. Achso, da habe ich selber nicht die Fähigkeit, das jetzt zum Erfolg zu führen. Aber du glaubst, sondern, dass es andere könnten. Andere, weil sie die richtigen Werkzeuge haben. Genau, das heißt, ich bin das Problem, Problem in Anführungsstrichen, und ja, auch deswegen keine Selbstwirksamkeitserwartung, weil ich selbst das Problem gar nicht lösen kann. Aber sozusagen aus einem positiven Bild wäre der Erste einfach verzweifelt und sagt, steht vor der Tür und sagt, Der Zweite sagt, ja, dann muss ich jemanden holen, der das kann. Genau, und da ist jetzt, wo du dann eingreifen kannst, da muss man jemand anders fragen. Aber du selbst hast da eine relativ geringe Selbstwirksamkeit oder keine. So, jetzt gibt es die Person C, die glaubt, die Tür sei zu öffnen und sie glaubt auch, dass sie den passenden Schlüssel besitzt. Dann hast du eine internale Kontrollüberzeugung, also ich kann das Problem lösen. Mhm. Und ich bin auch überzeugt, dass ich es schaffe, diesen Schlüssel da reinzustecken und umzudrehen. Mhm. So, und das habe ich. Das Bild ist schön. Es ist auch, ich weiß nicht, wie wenig Selbstvertrauen kann man haben, dass man das nicht glaubt. Hallo und herzlich willkommen zur Masterclass Türen öffnen. Ja, genau. Heute Schlüssel. Links oder rechts? 50-50 Chance. Ja, ja, Spezialfortbildung Haustüren. Ja. Oh, ja. 299 Euro irgendwie jetzt auf Patreon. Ja, genau. Genau. So, jetzt habe ich halt eben eine Selbstwirksamkeitserwartung und kann die Tür öffnen. Yay, wir sind drin. Und jetzt gibt es noch die letzte Person, die glaubt zwar, dass der Schlüssel passt, denkt aber, dass das Schloss defekt ist. So, das ist jetzt wieder externe Kontrollüberzeugung. Aha, ja. Und ja, deswegen auch keine Selbst. Der wird es auch nie probieren, oder? Nee. Weil, genau, warum? Geht nicht. So, und der wird auch nichts unternehmen. Aber nochmal, und gibt es jetzt keine Person, die sagt, ja, ich habe jetzt das Werkzeug, aber ich glaube nicht, dass ich es schaffe. Das ist dann, wenn du
Oder habe ich das dann verpasst? Deine Selbst, genau, das ist deine Selbstwirksamkeit. Also ich wollte mit dem Beispiel jetzt eigentlich quasi den Unterschied aufdröseln, ach so, okay, zwischen was ist der die Kontrollüberzeugung und was ist die Selbstwirksamkeitserwartung. Ich dachte, das ist jetzt ein Abklopfen von aller möglichen Kombinationsmöglichkeiten, ne? Ja, 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 die es jetzt mit dem Szenario gibt. Aber ja, das macht ja auch gar keinen Sinn. Ich kann schon alle Möglichkeiten. Ja, doch, wär schon cool. Ja. So, und was wir jetzt da lernen, die Einschätzung der Selbstwirksamkeit ist von der Person abhängig, ja? Und manche Personen sagen, das ist so ein natürliches Bedürfnis, so eine Selbstwirksamkeitserwartung zu haben für jeden Menschen. Und jetzt zeigen Untersuchungen, dass wenn du einen starken Glauben an deine eigene Kompetenz hast, dann sorgt das dafür, dass du auch eine größere Ausdauer bei der Bewältigung der Aufgabe zutage führst und dass du dann auch eine niedrige Anfälligkeit für Angststörungen oder Depressionen hast. So, also, na, ich will jetzt nicht sagen, weil jetzt hier einmal eine Tür nicht aufgeschlossen hat, rutscht man gleich in Depressionen ab. Aber wenn du davon sehr von dir überzeugt bist, dann passiert das vielleicht in dem Aspekt wieder weniger. Aber es gibt für Depressionen viele Aspekte. Spiel da mit rein, ob ich das schon vorher mal geschafft habe. Also ja, wenn ich das schon 18 Mal geschafft habe, die Tür aufzusperren, ist das ein Faktor, der mich dann mehr enttäuscht oder weniger? Oder ist es in diesem Konzept egal? Ich komme gleich darauf zu sprechen, wie sich die entwickelt und wo die herkommt. So. Und wenn du jetzt so einen starken Glauben an deine eigene Kompetenz hast, dann hast du auch mehr Anerkennung in Ausbildung und Beruf, weil du überzeugter von dem bist, was du tust. Und das wirkt sich positiv auf dich aus. Das ist ja, glaube ich, auch in der Kommunikation mit anderen Leuten. Wenn du mit einer inneren Selbstüberzeugung rangehst von einem, ich erkläre euch jetzt mal die Welt, ja, das kann natürlich positiv wie negativ sein. Also wenn jemand gar keinen Plan hat und labert blöd rum, da denken sich auch alle irgendwann, spätestens wenn es fünfmal nicht gestimmt hat, ja. Und auf der anderen Seite ist ja schade, wenn Leute total viel Ahnung von Themen haben, blöd gesagt, aber das halt nicht in die Welt raustragen. Ja, und jetzt haben wir die Selbstwirksamkeit und die Erwartung ist ja meine eigene Erwartung an mich. So. Und jetzt gibt es in der soziokognitiven Lerntheorie im Wesentlichen vier Quellen für deine... Ganz ein Haufen schwierige Wörter heute. Ja, ne? Ja. Ich kann ja diesmal nicht schneiden, deswegen kommt sie eigentlich ganz gut raus aus mir. Du hättest auch immer SWE voll ausgesprochen, aber wir haben 20 Minuten Sendezeit verloren, deswegen musstest du das abkürzen. Und noch ein bisschen schneller sprechen bei den komplizierten Wörtern. Ja, wir haben Zeit. Ja. So, also ich habe gesagt, es gibt im Wesentlichen vier Quellen dafür, wie sich deine Selbstwirksamkeitserwartung speist. Und eine der wesentlichen ist deine eigenen Erfolgserlebnisse. So, also du hast etwas gemeistert, dadurch kriegst du eine erhöhte Selbstwirksamkeitserwartung. Du scheiterst dann etwas, das kann deine Selbstwirksamkeitserwartung verringern. So. Und wenn man das jetzt betrachtet, kriegt man da möglicherweise eine zirkuläre Abhängigkeit hin. Also du hast eine Selbstwirksamkeitserwartung oder hast eine hohe Selbstwirksamkeitserwartung und deswegen hast du auch dann hohe Ansprüche an dich selbst. Und deswegen suchst du dir schwierige oder noch schwierigere Aufgaben oder Herausforderungen. Ja. Du bewältigst die Herausforderungen und kriegst dadurch Bestätigung. Und deine Selbstwirksamkeitserwartung steigt dadurch noch mehr. Das heißt, du hast so eine Art Spirale nach oben. Genau. Das ist das zweite Mal bereits in diesem Podcast, dass wir das Wort zirkulär haben, weil zirkulär Reporting hatten wir auch schon. Oh, sehr schön. Ja. Genau, und jetzt suche ich mir neue Herausforderungen. Neue Herausforderungen sorgen dafür, dass ich höhere Ansprüche habe und höhere Ansprüche sorgen dafür, dass ich dann am Ende des Tages möglicherweise eine höhere SWE, um Zeit zu sparen, bekomme. Es ist schön, dass du jedes Mal dazu sagst, um Zeit zu sparen, durch die Zeit wieder verbrennst. Genau. Ja. Nee, aber was das Coole ist, wenn du in dieser Spirale dich befindest, die hört dann auf, wenn du deine eigenen Fähigkeiten überschritten hast und du musst davor aber auch schon was geleistet haben, was das Ganze sehr im Kontrast stellt zum Dunning-Kruger-Effekt oder so, wo du einfach nur denkst, dass du wahnsinnig gut bist, aber halt trotzdem keine Ahnung hast. Also, dass man arbeitet sich ja irgendwo hoch, deswegen bis jetzt finde ich es eigentlich ziemlich positiv. Ja. Weil du es jetzt auch gerade sagst, vielleicht kommen wir jetzt auch noch, also das kommt mir jetzt im Augenblick, vielleicht das Peter-Prinzip, was wir auch schon mal haben, wo man so weit befördert wird, bis man den Grad seiner eigenen Inkompetenz erreicht hat, so bis man an der Stelle ist, wo man das ganz gut kann oder vielleicht überfordert ist, so, das könnte hier auch die gleiche Spirale sein. Und in dem Fall wird es jetzt hier positiv genannt. Stimmt, ja. Und das ist dann der High-Performance-Cycle. Und ich habe überlegt, ob ich das Wort da hinschreiben soll, weil es klingt so nach so Selbstoptimierungs-Quatschköpfen.
Aber an dem Punkt passt es vielleicht einfach. Hm. So, und das, ich habe gesagt, es gibt vier Quellen und wir haben jetzt die eigenen Erfolgserlebnisse betrachtet. Es gibt auch noch drei weitere. Und zwar gibt es auch stellvertretende Erfahrungen. Ja? Also man sieht, wie eine Person eine Aufgabe meistert. Ah. Ja? Und das kann auch deine eigene Selbstwirksamkeitserfahrung steigern. Und ja, wenn du einen Misserfolg zuschaust, dann kann das auch deine Erwartung senken. Und was jetzt da interessant ist... Und das Ach so, als einfach nur, also ich sehe jemanden und der kann das, dann denke ich mir, ja, das müsste ich auch können. Ich sehe jedes Mal, wie du großartig einen Artikel vorbereitest und denke ich mir, das stimmt mich positiv, das kann ich auch und dann suche ich mir kompliziertere Artikel. Jede Lüge kommt 5 Euro in die Lügenkasse übrigens. Okay, kann ich elektronisch bezahlen? Ja. Ja, also, und was man jetzt quasi, also was ich einen super interessanten Aspekt in dem Punkt finde, ist, je näher deine Ähnlichkeit oder je größer deine Ähnlichkeit mit der Person ist, die du dabei beobachtest, desto höher, desto mehr steigt deine Selbstwirksamkeitserfahrung, Erwartung in dem Fall. Also, wenn ich mir jetzt jemanden anschaue, der auch Informatiker vielleicht ist und gerne in der Wikipedia liest und du bist da sehr gut darin, dann steigert das meine Erwartung, meine Selbstwirksamkeitserwartung deutlich mehr, als wenn ich jetzt irgendeine andere Person anschaue, wo ich denke, okay, wer bist du? Aber du schaffst es, ja, was hat es mit mir zu tun? Also, du könntest in meine Richtung gucken, aber ich bin auch Informatiker und lese gerne in der Wikipedia. Ja. Ich sage das jetzt mal so, ich habe schon sehr, sehr oft auf DSF Leute LKWs ziehen sehen, aber ich glaube nicht, dass ich das kann. Ja, ja, das ist ja genau der Punkt, du bist dir nicht ähnlich. Ja, und jetzt nicht die gleichen Voraussetzungen. Ja. Und jetzt stell dir vor, auf DSF schiebt jemand ein, weiß ich nicht, ein Wikipedia-lesender Radler den LKW und denkst dir, das kann ich doch auch. Gibt es das eigentlich noch? Nee, oder? Ich habe keine Ahnung. Das letzte Mal vor 15 Jahren gesehen. Gibt es den Sender überhaupt noch? Ach, ich weiß auch nicht. Nee, keine Ahnung. Egal. So, und was man jetzt daran sehen kann, man braucht so Rollenvorbilder und daran kann dann die eigene Selbstwirksamkeitserwartung, ich habe es ganz oft, steigen. Okay, das ist ja eigentlich ein Riesen-Plug in Richtung Diversity und sozusagen ein, ja, es ist schon wichtig, verschiedenste Leute als Vorbilder zu haben für junge Leute oder auch eigentlich egal, ob jung oder nicht. Absolut, ganz genau. Okay. Die dritte Sache, in den Zahlen habe ich es nicht, die dritte Sache, die es da gibt, ist verbale Ermutigung. So, das heißt, wenn ich dir gut zurede, dann hilft dir das auch schon dabei, noch besser zu werden. Deine Erwartungshaltung zu steigern, dass du gut bist und das sorgt dafür, dass du besser wirst. Ich kann dich natürlich auch in Grund und Boden regen, dass du irgendwie doof seist und das alles nicht kannst und dann sinkt die. So, aber wenn mir jemand, also ich finde es interessant, wenn mir jemand sagt, du kannst das, dann kann man sagen, dadurch werde ich dadurch besser. So, und das finde ich eigentlich eine coole Sache. Und jetzt das ist auch gemessen irgendwie, ne? Das ist kein Konzept, das wurde mal getestet. Das haben Leute untersucht. So, okay. Ich weiß jetzt nicht, wie groß da, also es ist keine Studie verlinkt. Ganz ehrlich, das ist so eine Geschichte, wo ich schon einen ganz furchtbaren Versuchsaufbau mit Kindern wieder sehe. Oh Gott. Wenn man jemandem wieder sagt, du kannst Little es nicht, du Albert kannst es nicht. So. Hat man, das war letzter Kongress. Wir hatten, im letzten Kongress hatten wir den Little Albert erst. Oh je. Oh Gott. Ich höre schon die Metallstangen. Ja, genau, klirr. Ja, Metallstangen, es gibt auch noch die emotionale Erregung. Und die ist dann eher der Downer. Ne? Also du hast, wenn du irgendwie Herzklopfen hast, Schweißausbrüche, deine Hände zittern, du fröstelst und dir ist übel wegen der Sache, über die du nachdenkst, dann interpretierst du das als deine Schwäche und das verringert deine SWE. Aber das ist ja total hochinteressant, weil es gibt ja eine riesige oder mit die größte Angst, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, prozentual in der Bevölkerung, ist ja vor Leuten zu sprechen. Also sozusagen so in das, was wir jetzt gerade hier tun, aber vor richtig vielen Leuten vor Ort, und das zu tun, das ist für viele Leute Schlimmes als Spinnen und Angst vor dem Tod und alles Mögliche. Und das ist ja genau das sozusagen, wenn du so Lampenfieber hast, du ziehst dich dann ja voll runter. Ja. Okay. Deswegen zum Glück haben wir das Thema nicht als erstes gehabt. Deswegen ist hier die Lösung, ich will immer positiv bleiben, die Lösung ist hier, dass du versuchst, deine Stressreaktionen abzubauen. Also natürlich ist leichter gesagt als getan, ne? Aber wenn du
Techniken hast, dass du dein Herzklopfen weniger spürst oder weniger, also das nicht sterben, ne? Aber wenn du irgendwie Techniken hast, dass dein Händezittern aufhört oder so, dann interpretierst du das selber nicht mehr als deine eigene Schwäche und dann wird deine Sicherheitserwartung höher. So, das heißt, wenn man die, ich sag jetzt mal, mechanischen Probleme löst, sorgt das auch dafür, dass du darin besser sein kannst. Das finde ich hochinteressant, weil jetzt, Achtung, das ist jetzt natürlich hochanekdotisch, null wissenschaftlich. Ich kann von mir selber erzählen, dass ich irgendwann, also mit dem ganzen Improv und Auftritten und so weiter, für mich irgendwann Anspannung vor einem Auftritt ein Stück gekippt ist in ein geil, jetzt geht's los. Und ohne diese Anspannung, wenn ich einen Auftritt hatte, wurde der meist scheiße. Mhm. Weil sozusagen diese positiven Elemente dabei sind. Es gibt wie andere Gesang und Co., wo ich sage, da fühle ich mich eher unsicherer. Da ist es dann wieder negativ. Mhm. Also von daher, ich kann das total nachvollziehen. Das ist dein Treibstoff. Ja, voll, voll. Mhm. Und wenn ich das nicht habe, wie gesagt, dann ist ja auch die ganzen positiven Sachen, die die Aufregung mitbringt mit, ja, erhöhter Puls und so weiter, bringt ja auch was. Du gehst auf eine Bühne oder vor Leute und bist aufmerksamer, ein bisschen schneller im Kopf, ne, und so weiter. Ja. Geht nicht den ganzen Tag und irgendwann ist es auch anstrengend und alles, keine Frage, aber ne, hat auch positive Aspekte. Ja, total. Und du hast ja auf dem Zweifel noch so einen Adrenalin-Aspekt da drin, der dich dann auch nochmal pusht bei irgendwas. Und eine der Techniken, die ich von mehreren Leuten, die regelmäßig auftreten, auch für richtig großen Mengen, ist so Dinge wie, und das sind wir jetzt wieder genau bei diesem Mechanischen, sowas wie ein, stell dich in eine Superman-Pose für eine Minute hin und dann geh auf die Bühne mit diesem Gestus, den du hast in dem Moment. Und ich glaube, das spielt genau in diese Richtung von dem Verringern von diesen Aspekten und auch natürlich Körperhaltung und dann genau in diese Erwartungshaltung rein. Ja. Aber das ist ja auch schon wieder, also ich will es nicht zu weit abdriften, aber weil du Superman-Pose sagst, auch dieses Hände hoch, sagst, da gibt es ja auch einfach Sachen, wo quasi, hatten wir das schon mal, wo es quasi blinde Menschen einen Wettlauf oder irgend sowas machen und wenn die gewinnen, reißen die trotzdem die Arme hoch, was jetzt eigentlich keinem wirklich was bringt. Sie können es auch noch nirgendwo gesehen haben, wenn sie von Geburt an blind sind zumindest. Das ist spannend. Und das ist so ein natürliches Ding einfach so. Aber ich glaube, das ist wie Klatschen, das machen ja auch das ist einfach so. Krass. So. Ja, ja. Okay, jetzt habe ich dein Thema völlig gekapert. Das ist völlig in Ordnung. So, das waren jetzt die vier Quellen der soziokognitiven Lerntheorie. Und jetzt gibt es auch noch, ich habe es jetzt mal genannt, irgendwas mit Genetik. Und Leute haben eine Zwillingsstudie gemacht. Und die sagen, dass die Erblichkeit von der SWE bei Heranwachsenden sehr hoch ist. Sie haben 1300 Familien, also 2600 Zwillinge, dabei untersucht. Und sie sagen, dass die SWE zu 75% von genetischen Faktoren abhängt oder erklärbar ist. Wow! So. Meine eigene Interpretation der Selbstwirksamkeitserwartung ist, das kann ja gar nicht sein, dann hätte ich ja gar keinen Einfluss mehr darauf. Oder mal im Ernst, also ich weiß nicht, ob es stimmt, das klingt auch so ein bisschen komisch. Und dann hast du ja auch, also wenn du jetzt irgendwie Zwillinge untersuchst, dann wurden die ja auch in ihrer Kindheit ähnlich geprägt, bis sie da auseinandergegangen sind oder so. Deswegen, aber ich will jetzt auch nicht der Wissenschaftsleugner sein und sagen, diese Studie gab es nicht so, nur weil sie mir nicht in Gramm passt. Ich finde es ein bisschen komisch. Ich schmeiß mal eine Theorie noch mit in den Raum, die jetzt vielleicht ein bisschen ein Downer sein könnte, ist aber ein, ich glaube, attraktive Menschen bekommen deutlich schneller positives Feedback. Und das hängt ja dann doch an der Genetik und dann sozusagen bekommst du ein positives Feedback auf Dinge, die du tust und dann spiralisierst du dich da auch schon schnell hoch. Ja, das kann natürlich auch ins Negative kippen, wenn du irgendwann so ein, ja, bloß weil ich gut aussehe, irgendwie hören mir Leute zu und kann ja auch da ins Negative kippen, wie gesagt, aber ich glaube so, du tust dir im Leben einfach, glaube ich, einfacher oder hast einen einfacheren Start. Ja. Aber egal, ob die 75% jetzt stimmt oder nicht, es bleiben ja die 25% und auf die habe ich ja immer noch Einwirkung und die kann ich beeinflussen und zwar würde ich die gerne bei allen tollen Menschen positiv beeinflussen oder die können alle Leute positiv beeinflussen. So, von daher, egal ob wir die Studie jetzt anerkennen wollen oder nicht, auch mit der Studie bleibt ein Spielraum, in dem man da handeln kann. Sehr gut. Und die Frage ist jetzt ein bisschen, das werde ich jetzt relativ kurz machen, wie kommt man irgendwie zu der Selbstwirksamkeitserwartung so initial, ja? Neugeborene haben erstmal keine, die müssen erstmal gucken, dass sie existieren. Und, und das ist im wahrsten Sinne des Wortes, die müssen feststellen, dass sie eine eigene Person sind. Und da fängt es dann an, sie haben eine Rassel in der Hand und sie bewegen die Hand, in der die Rassel ist, und dann kommen Geräusche und hast, oh,
cool, ich habe hier eine Rassel, damit kann man etwas tun. Es ist, es ist in meinem Bereich des Möglichen und ich tue es und ich schaffe es auch. Ja, so, ja. Und am Anfang geht die Rassel vielleicht auch wieder verloren und irgendwann greifst du sie und rasselst du mehr. Oder wenn du schreist, sorgt es dafür, dass erwachsene Menschen um dich herumstehen und dich umsorgen. So, das sind so Dinge, die du lernst. Und ich denke, da ist dann halt auch viel kindliche Prägung drin. Wenn du halt irgendwie keine Rassel hast und sich niemand um dich kümmert, dann hast du an der Stelle schon mal nicht die Erkenntnis, dass du da selbstwirksam sein kannst. So, jetzt haben wir bei Kindern, ja, da ist natürlich ganz wichtig die häusliche Umgebung und was für Lernmaterialien man hat. Und da sind wir jetzt auch wieder bei den Peers, ja. Man lernt vor allem von den Geschwistern und von Freunden und mit denen kann man sich dann vergleichen. Man lernt natürlich auch von den Eltern, aber mit den Eltern hast du wenig, als Baby oder als Kind. Ja, da blickst du eher auf, nicht auf Augenhöhe. Ja, genau. Und deswegen ist das für die wichtig. Dann irgendwann hast du die Jugendlichen, da kickt dann die Pubertät. So ist dann natürlich auch nochmal super spannend, was man dann da mitbekommt. Und wenn Kinder an der Stelle schon eine, oder Jugendliche sind es ja dann, wenn man da jetzt schon eine hohe SWE hat, dann hat man auch an der Stelle schon mehr Erfolg in Dingen, also in der Berufswahl, weil du es irgendwie überzeugter von dir bist und so weiter. Ja, jetzt im Erwachsenen hat man dann ein Berufsleben und langfristige Beziehungen und Menschen mit Selbstzweifeln haben mehr Stress und das sorgt für weniger SWE. Und ja, dann gibt es auch den Stress, wenn du älter wirst, wenn du merkst, dass du nicht mehr so leistungsfähig bist. Also wenn du als Rentner bist, dann merkst du, kannst jetzt hier nicht mehr 1000 Kilometer radeln, sondern du brauchst halt jetzt vielleicht irgendwann einen Stock zum Gehen. So, das ist okay. Mhm. Aber wie wichtig diese Selbstwirksamkeitserwartung dann auch quasi bis ins hohe Alter ist, wenn du gelernt hast, dass du Dinge beeinflussen kannst, du kannst Dinge besser machen, dann hast du dadurch den Vorteil, dass Dinge einfach toller werden. Ja. Und auch, obwohl Dinge schlechter werden, du da viel besser mit klarkommst. Und also so eine Art Selbsterhaltung. Ja, genau. Ich glaube, die Frage ist einfach, dass du das immer wieder auch an dein Alter oder an deine Lebensumstände anpassen musst, was du an dich selbst erwartest, weil zwangsläufig wirst du enttäuscht, wenn du dein Leben lang erwartest, 1000 Kilometer radeln zu können, was du gesagt hast. Ja. Das musst du halt irgendwann anpassen, glaube ich. Ja, ja, aber du weißt, du bist trotzdem davon überzeugt, obwohl du jetzt nur noch hinkst, bist du trotzdem davon überzeugt, dass du das hier rocken kannst. Und du denkst nicht, oh Gott, jetzt wird alles blöd. Ja, ja. So, und jetzt will ich wieder an meinen Anfang kommen. Ja, ich habe ja gesagt, die KlassensprecherInnenwahl irgendwie so Selbstwirksamkeitssimulation. Ob das jetzt Simulation ist oder nicht, bin ich nicht weitergekommen. Aber im Zweifelsfall ist es Simulation, ja. Aber wenn sie gut gemacht ist, ist sie total positiv. Mhm. Also wenn du jetzt der Klassensprecher bist und die Simulation so gut ist, dass du da Selbstwirksamkeit verspürst, dann baut es dein Ego auf und deine SWE und das hilft dir so viel in deinem Leben. So, deswegen, also mit anderen Worten, wenn du die Möglichkeit hast, halt mal einen Lightning Talk. Selbst wenn du dir denkst, kann ich das wirklich gut? So ein, ja, das kannst du und dann machst du es mal und du wirst erleben, du wirst nicht dabei sterben, ja. Du wirst es schaffen und dann das nächste Mal wird er noch besser werden und noch besser und irgendwann hältst du einen ganzen Vortrag und. Genau, und aus dem Grund habe ich den Artikel für die heutige Sendung vorbereitet, weil dieser ganze Kongress, egal was hier passiert, es ist einfach der Mega-Boost für seine Eigenwertserwartung, ja? Also, wenn ich jetzt hier nochmal hochscrolle, ja, ich kann eigene Erfolgserlebnisse haben, ja? Ich kann irgendwo klein anfangen. Ich mache in der RC3-Welt, baue ich irgendwo einen Gäflebocken hin, Leute finden den und freuen sich, ja? Und zünd den an. Ich kann ein Lightning-Talk halten und kann da kleine Erfolge feiern. Und ich kann aber auch stellvertretende Erfahrungen machen, ja? Ich sehe da Leute, die sind so ähnlich wie ich oder mit denen kann ich mich identifizieren. Die halten einen Lightning-Talk oder machen irgendwo etwas Kleines. Und da kann man geboostet werden. Oder ziehen LKWs in einem Livestream. Ja. Oder einen Podcast zu machen. Oder zum Beispiel die verbale Ermunterung. Ja, wenn man jetzt hier der Techniker war und sich viel Mühe gegeben hat, aber eigentlich hat man den entscheidenden Fehler gemacht, dann gab es hier ganz viele Leute um mich herum, die gesagt haben, das kriegen wir schon hin. Und dadurch ist dann meine
Erwartung auch wieder gestiegen. Danke an die Sendezentrumstechnik an dieser Stelle. Ja, danke auch für den Kreis, den du jetzt wirklich perfekt geschlossen hast. Ja, und auch die emotionale Erregung. Ich bin ein bisschen auf und ab gelaufen, aber ich habe gesehen, ja, ich kann mich hier auch wieder chillen und der Nocke hat mir die Hand gegeben. Und dadurch bin ich auch wieder ruhiger geworden und dachte, ja, wir kriegen das hin. Und der Philipp hat einen sehr kompetenten Eindruck gemacht an dem Computer und hat es repariert. Und du warst ja dann auch nicht nur, hattest ja nicht nur einen kompetenten Eindruck, sondern du hast es geschafft. So, und das sind jetzt nur meine kleinen Beispiele aus der letzten Stunde oder so. Und sowas sehe ich hier an ganz, ganz vielen Stellen. Hier findet jede und jeder irgendjemanden als Vorbild, kann das machen. Und man hat so unfassbar viele Möglichkeiten, hier irgendwo einzugreifen. Und das man war kriegt, herzerwärmend. Mhm. Genau, es ist einfach herzerwärmend. Und deswegen finde ich die Selbstwirksamkeitserwartung einfach perfekt für diesen Kongress. Die Wholesome-Folge zum Kongress. Genau. Ist schön. Und ich kann für die SWE, muss ich einer IP danken zu 15,6% und die Kontrollüberzeugung muss ich einer anderen IP danken zu 25,5%. Also von daher... Ihr beide, ihr könnt es schaffen, einen Wikipedia-Account zu erstellen. Wir haben es auch geschafft. Ja, es ist nicht so schwer. Genau. Wenn ihr wollt. Ist ja auch manchmal was Gutes, okay. Ja. Ah, sehr schön. Das war sehr schön. Und der Kreis am Ende hat mir super gut gefallen. Oh ja. Ja, und es hat mir auch super gut gefallen, hier mit euch das zu tun. Und ich freue mich schon darauf, ganz viele tolle Dinge noch zu erleben. Und was wir... Zum Beispiel? Genau, was wir machen wollen, ist mit euch, also wir kommen jetzt zum Ende. Wir haben auch nur ein bisschen überzogen, nachdem wir viel zu spät angefangen haben. Wir wollen uns bei euch verabschieden, vielen Dank, aber nur temporär. Und zwar möchten wir... mit euch ein kleines HörerInnen-Treffen machen. Und zwar sind wir alle drei aus Nürnberg und die Nürnberger und Fürther Hackspaces haben sich zusammengeschlossen zum Lebkuchis-Assembly, weil wir sind aus Nürnberg, da gibt es den Christkindlesmarkt und da gibt es Lebkuchis oder gibt es Lebkuchen und deswegen sind wir Lebkuchis. Und deswegen möchten wir uns mit euch für ein kleines HörerInnen-Treffen treffen. Jawohl. Und zwar im Lebkuchis-Assembly und da ist ein Stand, der heißt Lebkuchen und da kann man reingehen und wir haben auch schon den Link zu diesem, das ist ein Jitsi und da kann man teilnehmen und den Link haben wir dazu auch schon getwittert und der ist in der Lebkuchis-Welt und den haben wir getwittert und da würden wir uns super begrüßen, freuen, wenn ihr uns da noch Gesellschaft leistet. Gesellschaft leistet. Oder wenn es euch wenn ihr jetzt keine Zeit habt oder keine Lust habt. Oder aus das im Podcast normal hört, nicht live. Genau, oder im Podcast normal hört. Na gut, dann habt ihr ihn schon abonniert, aber ich wollte nochmal sagen, wenn ihr den Podcast abonnieren noch wollt, dann könnt ihr unter podcast.entbehrlich.es den abonnieren und nette Kommentare da lassen. Auch nicht so gute, wenn ihr wollt, je nachdem. Die guten Kommentare auf öffentlichen Plattformen, die negativen in den Kommentaren. Ich habe gerade wieder an Schmerz und viel Schmerz und Leid gedacht und ist egal. Sehr gerne auf jeden Fall und Feedback immer sehr willkommen. Und genau. Es gibt noch eine Telegram-Gruppe, wo man sich mit anderen lustigen Hörenden austauschen kann von Entbehrliches. Richtig. Genau. Sehr nette Leute, sehr viel Liebe für den Gelb. Dazu kann man einfach Entbehrliches in Telegram eingeben und dann wird der Chat vorgeschlagen. Genau. Und dann danke ich euch beiden nochmal und bedanke mich nochmal tausendmal beim Sendezentrum, dass ihr das möglich gemacht habt, obwohl wir technische Herausforderungen mitgebracht haben. Und dann... Genau. Danke Sendezentrum, danke Wikipedia. Danke Kongress. Danke alle Zuhörer und Zuhörerinnen. Genau. Und danke an euch zwei. Dankeschön. Ja, danke Nocke, dass du so weit angereist bist. Danke, Poschi, für deine Gastfreundschaft hier mit im Raum. Schön, dass du da bist. Dann sage ich jetzt danke und tschüss. Tschüss. Ciao.